Die Sticks. So. Machen wir mal ein paar Stickity Sticks. So, dann haben wir jetzt Stickity Sticks. Und. Ah, komm, machen wir mal direkt zwei Äxte. Weil, was soll der Geiz? So. So, das war so und so. Weil. Letzten. Nein! Oh. Siehst du den Fehler? Ja, zwei Spitzhacken. Dabei brauchen wir eine Axt. Eine Axt, eine verdammte Axt. Kennst du den Spruch? Mit der Axt im Walde? Da bin ich aber falsch hier. Ich komme noch nicht mal hier mit der Axt aus dem Wald. Aber gut. Dann, ich sage, die Axt geschnappt und Attacke. Dann nehmen wir uns den Baum davor. Die Musik passt ja gerade gut. Oh, das hier sieht eher aus, als würden wieder Swamp Flower. Okay. Ich fäll mein Holz, Holz. Bist auf dem Holzweg, ne? that bad joke. Was haben wir denn hier? Resin. Kann man das essen? Nein. Resin. Ist Resin nicht irgendwie so ein Flüssigharz? Ich meine, Resin war Flüssigharz. Oder Harz an sich. Ja. Kommst du aus dem Harz, beziehst du Harz, ne? Ob es jetzt 1, 2, 3 oder 4 ist, das liegt bei dir. Oh Gott. Heute ist Tag der schlechten Jokes. So, und... Komm, schon. Runter, du verdammtes Drecksding. Dann halt nicht. Gut. Okay. So. Jetzt aber. Gib ihm. Okay. Hab ich doch gesagt. Zack. Ich glaube, wir sollten uns irgendwie mal bessere Axt zulegen. Das bedeutet, wir bräuchten Ergo-Steine. Und, wo kriegen wir denn Steine her, ne? Das ist immer so die Frage. Unter der Erde, du Vogel! Ja, weiß ich doch. Mensch. Sei doch nicht immer so aggro. Ich hab doch nur gesagt, unter der Erde! Nein, du hast gesagt, unter der Erde, du Vogel. Haben wir noch irgendwo dunkle... Ah, hier, noch mehr Holz. Man sieht das Holz vor lauter Bäumen nicht mehr. Naja, ob der so gut bei der Joke. Not bad jokes. Ja, ich hab's ja verstanden. Mensch, reg dich mal ab hier. Ist heute Tag der schlichten Witze? Ja, frag mal deinen Großvater. Vielleicht kann der einen besseren erzählen. Geht nicht, der ist schon tot. Ja, siehst du, dann würde ich mal die Bubble halten. Ja, so. So. Ja. Ja. Grundsätzlich. Was kann man machen? So. Wir wollen ja erstmal das Haus fertigstellen, ne? In dieser Folge. Wenn wir das in der Folge nicht schaffen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Achso. Ach, verdammt. So, und hüpf. Kannst du mir bitte das letzte Stück geben noch? Dankeschön, danke. Ist das dein Ernst, Mann? Ist das dein Scheiß-Ernst, dass ich mir da das blöde Holzstück runterreißen muss? Was soll denn die Kacke? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich hier den ganzen verkackten Weg wieder runterbuddeln, ey. Ah. So. Okay. Aber da wir ja nur dunkles Holz verwenden wollen, ne? So, River Cane. Okay. Er will nur dunkles Holz verwenden. Rassist! Stimmt doch gar nicht. Ich mag auch weiße. Noch rassistiger! Quatsch nicht. Ist doch wohl wahr! Nein! Mensch,
Also wirklich, wie kommt man nur auf sowas? Egal ob schwarz oder weiß, ich mag jede Menschen. Du lügst doch. Quatsch. Würde ich nie im Leben tun. Lügen, sowas gibt es nicht. Also gibt es schon, ne? Sollte man aber nicht tun, denn letzten Endes kommt sowieso immer alles raus. Also von daher, Lügen ist immer eine schlechte Sache. Es sei denn, es sind Notlügen, Narben, weißt du? Ich kann sowas schon gar nicht sagen. Das funktioniert bei mir nicht. Das kommt gar nicht erst in meinen Wortschatz. Weißt du? Komm mal her. Alles noch irgendwie verbuggt. Läuft noch nicht so richtig rund, ne? Also, siehst du schon. So. Okay. Ah, zum Glück zieht er die andere Axt direkt hinterher. Was ich äußerst cool finde. So, bup. Bup. Okidok. So, hier haben wir noch einen dunklen Baum. Na? Ups. So. Dann schnappen wir uns das Ganze hier noch. Vielleicht können wir auch die Hühner einzäunen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir die Hühner einzäunen und füttern, legen diese, glaube ich, Eier. Und wenn sie Eier gelegt haben, dann können wir mit den Eiern feiern. Nein. Brot backen und all sowas. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Wie gesagt, wenn ihr so Tipps und Tricks habt. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt die Shift-Taste gedrückt halte und dann nach hinten, dann kann ich jetzt nicht hier den Block runterfallen, siehst du? Das hat mir nämlich schon jemand verraten. Das ist. Zum Bauen ist das zum Beispiel sehr geil. Wow, ein Doppelbaum hier. Sehe ich richtig? Bist du ein Doppelbaum? Nein. War nur ein einfacher Baum. Du bist kein Doppelbaum! Da bin ich ja breiter, du Lappen! Ja, ja. Ist ja gut. Reg dich mal ab hier. Immer diese Proleten, ne? Diese Baumproleten. Der daneben hier. Ja, ist, ach, grauenhaft. Immer dieses Baumvolk. War's bestimmt auf einer Baumschule. Würde ich mal stark behaupten. Aber nun gut. Machst du nix, ne? Machst du nix, bist du nix. Bist du nur ein Baum. Und warum? Weil Baum halt. Ach, jetzt hör mal auf. Let's be serious. Machen wir hier Business Talk. Business Talk? Was ist ein Business Talk? Naja, das, was wir hier die ganze Zeit machen. Ach, quatsch doch nicht. Du hast doch selber keine Ahnung von dem, was du tust. Ja gut, ich meine, das habe ich jetzt nicht so behauptet, ne? Ich meine, guck mal, du weißt auch noch nicht mal mehr, wo du bist. Ja gut, da gebe ich dir jetzt gerade recht, ausnahmsweise mal, aber ansonsten, ja. So, dann wollen wir mal ein bisschen weiterholzen, ne, weil... Das muss sein, wir brauchen das Holz. Und da soll mal jemand sagen, Waldrodung sei schädlich. Dum, 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 so, langsam kriegen wir auch Hunger. Das sehen wir auch oben rechts. Da steht auch Hungry. Das heißt, wir müssen uns irgendwo zum Snacken organisieren. Wir brauchen was zum Snacken. So, haben wir da was? Gibt es hier unter Wasser was zum Snacken? Nein. Das ist essentiell schlecht. Ich will jetzt auch nicht hier... Hi, Chicken! Ich will jetzt auch kein Hühnchen töten jetzt in erster Linie, weil da hinten haben wir mehrere Schweine.
Guck mal, der da hinten, der guckt uns schon so an, so nach dem Motto. Hast du Hunger? Komm her. Ich kann dir viel bieten. Okay. Quack, quack, quack. Hey, ich denke, du bist ein Huhn. Wir haben Fische. Du bist eh des Todes. Okay. Können wir auch Fische töten? Tatsache. Können die Fische killen? Aber die geben nichts. Wow, wir sind fast ersoffen. So. Doch, wir haben einen Fisch. Einen rohen Fisch. Weißt du was? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir bauen uns jetzt erstmal hier in den Berg ein bisschen rein. Gucken, dass wir da irgendwie auf Gestein kommen. Was ich hoffe. Was? Kormamit? Was zum Geier ist Kormamit? Also, Kormamit. Oder ist es Kormamit? Komm mit! Okay. Andesit kommt direkt. Wow. Kann man den Kormamit auch mit der Schaufel weiter abtragen? Geht wohl schlechter. Gut, also funktioniert das nicht so easy peasy, wie man denkt. So, dann machen wir hier mal ein bisschen, ne? Weil ich will eigentlich einen Ofen bauen, weil ich glaube, das ist dann sinniger, wenn wir einen Ofen haben und das Fleisch machen, als wie wenn wir jetzt hier... Ich hoffe, das geht damit, weißt du? So, wie viel haben wir jetzt? Na komm, wir nehmen mal 11 Stück mit. Was haben wir hier? Ein Kormamit-Ohr. Kriegen wir den nicht abgebaut? Oh, ich glaube, dafür brauchen wir... Dafür hätten wir was anderes gebraucht. Ich glaube, dafür hätten wir ein Stein-Ding gebraucht. Ein Stein-Ding, weißt du? Eine Steinspitzhacke. So. Okay. So. Siehste, funktioniert nicht. Kann man hier suchen, ne? So, Ofen. Ein Ofen. Weißt du? Man kann Feuer machen. Auch geil. So, wir haben hier so viel, was wir craften können, weißt du? Da weißt du nicht, wo du anfangen sollst. Das ist das Problem. 11 Seiten, die du komplett craften kannst. Und ich sehe quasi das ganze Crafting-Rezept vor lauter Bäumen nicht. So. Ein Ofen. Wo können wir den Ofen bauen? Dam, dam, dam. So. Gehen wir systematisch vor und fangen bei 1 an. So, zack. Lineback Orange. Dam, dam, dam. Nein, das wollen wir nicht. So. Brauchten wir nicht den ganz normalen... Alter Schwede, was ist hier... alles an Stein gibt mittlerweile, das ist schon unmenschlich. Ja, das ist schon... Das heißt, wir müssen einen rohen Fisch jetzt futtern, ernsthaft? Ich glaube nicht, dass das so nahrhaft war. Wenn wir hier so einen rohen Fisch essen...
Aber nun gut.